Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Factorio hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir haben jetzt, ich reiße hier erstmal ein bisschen was mit ab. Ich werde die vielen kleinen Bauteile werde ich lassen, aber hier kriege ich immer so eine anderen Sachen mit geschenkt. Die will ich dann erstmal in der Hand haben, damit die Bauroboter damit nicht abhauen und eventuell Dinge mit damit tun. Wir müssen rechtzeitig uns das Zeug auch, na wohl, jetzt könnten die das ja eigentlich hier oben einlagern, ne? Die Leute, die Roboter, die mir quasi immer die Teile abholen von mir. Aber ich glaube, ich laufe jetzt auch raus aus dem Zuständigkeitsbereich. Oh ne, da oben steht noch so ein Türmchen. Da müssen wir natürlich auch für sorgen, dass denn der Zuständigkeitsbereich weiterhin bestehen bleibt. Hier muss ich nur die rausreißen, damit ich die unnötigen Geoden noch mit aufsammle. Die Geoden dann alle mit, die hier so rumliegen, die ich dann halt im Bild verteilen kann. Und dann halt dementsprechend auch loswerden kann in unserem jetzigen Werk. Das sind dann halt so die Teile, die halt hier so überstehen. Und hier unten auch. Jetzt hat sich mal einer erwischt, aber er fliegt wirklich da unten hin. Zack, hört, okay. Also nehmt's raus, dann könnt ihr es da unten hinbringen. Ich habe ja die Lagerkisten dafür jetzt unten gemacht. Da hätte man auch früher drauf kommen können, dass man da die Lagerkisten hat. So, ich habe übrigens festgestellt, dass das wahrscheinlich ein Auszug ist und kein Einzug. Was ich erzählt habe mit dem Nachbarn, der hier nicht wundern, wenn es knallt oder klappert. Denn es wurden eher Gegenstände rausgeworfen, als nach oben getragen. Dann weiß ich jetzt noch nicht. Dann könnte über mir, wer wohnt denn über mir, dass einer auszieht? Hat einer gewohnt? Eigentlich war doch über mir immer frei, ne? Aber es kam von über mir runtergeflogen. Also ich habe aus dem Fenster geguckt und dann ist dann einfach aus dem Fenster dran vorbeigeflogen, nach unten hin. Und dachte ich mir so, huch. Also da müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob über mir einer gewohnt hat in letzter Zeit. Da bin ich gar nicht mal so firm drin. Das ist immer so die Sache. Ich kriege das immer dann nicht mit oder ich merke das dann nicht, wenn hier Leute ein- und ausziehen. Wundere mich bloß wieder, wenn ihr dann wieder einmal einen antrainieren musst und ihm sagen musst, dass er sein Auto nicht da zu parken hat, wo er es immer parkt. Denn die Parkplätze hier sind vermietet, also beziehungsweise die, ne? Da hat sozusagen irgendjemand sich mal gedacht, Mensch, jetzt geht's, wenn ich hier einen Parkplatz miete, damit ich immer sicher stehen kann, dann ist das toll. Und so habe ich mir das damals auch gedacht. Und das ist immer ein bisschen nervig. Also ich meine, im Sommer ist mir das scheißegal, ob ich da jetzt auf meinem Parkplatz stehe oder links oder rechts davon. Das interessiert mich erstmal, sagen wir mal, weniger. Ne? Tangiert mich semi-peripher oder wie heißt das man dazu? Aber an den Tagen, wo ich im Winter, wenn ich dann meinen Parkplatz freigeräumt habe und der dann besetzt ist, das finde ich dann weniger cool. Also muss ich dann ehrlich mal so sagen, das finde ich dann wirklich weniger cool. Also das könnte man besser organisieren, so von sich selber her auch. Gut, dann wollen wir jetzt mal hier den großen Abriss planen. Ne? Muss bloß da reinrennen, dann ist das alles schon weg hier. Dann kann das nämlich hier alles weg. Der ganze Krempel hier. Braucht keiner mehr. So, ich weiß nicht, wo sie einen Matt hinbringen, aber vielleicht bringen sie es auch in irgendeine Ladekiste, Lagerkiste. Aber hier haben wir auf jeden Fall jetzt sehr viel Material gewonnen. Den großen Container abreißen, das wäre ein bisschen fatal. Gerade, das sollten wir nicht tun. Die Fabriken kann ich auch abreißen hier, das stört nicht weiter. Und dann ist hier oben sozusagen alles weg. Dann haben wir das schon mal alles weggeschafft hier. Ja, lange Zeit, gute Dienste geleistet, würde ich sagen. Ne? Aber jetzt ist es an der Zeit, wo wir es nicht mehr brauchen. So einfach ist das. Manchmal wird man einfach nicht mehr gebraucht. Da wird man ausgewechselt, ausgetauscht. Das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich dann immer so sage, da tun mir denn manchmal doch denn die älteren Leute leid. Geht's los? Jetzt, ach, die haben jetzt alle auf dem Schlag, brauchen die jetzt Strom, weil der, okay. Weil die Zeit vorüber ist. Alles klar, ja gut, das kann ich nachvollziehen.
Nee, was wollte ich sagen, was ältere Leute meistens so ein Problem, oder wo dann so ein Problem mit entsteht mit älteren Leuten. Also es ist jetzt nicht so, dass es generell ein Problem von älteren Leuten ist, sondern es entsteht ein Problem mit älteren Leuten, weil die sich dann nicht mehr gebraucht fühlen. So, jetzt müssen wir mal gucken, jetzt hat der hier keinen Strom mehr. Das ist natürlich jetzt ein bisschen semi-professionell. Wieso hat er eigentlich keinen Strom mehr? Jetzt kommt wieder Strom, ist so von der anderen Seite. Wir müssen nochmal gucken, dass die Dinge hier immer unter Strom bleiben. Weil sonst funktioniert das Abreißen ja nicht. Aber das sieht doch schon mal sehr gut aus hier, wie sie das machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, hier können wir mit dem Land erstmal zumachen. Damit der Graben verschwindet. Sehr schön. Dann ist das nämlich auch hier jetzt Geschichte. Ja, ich weiß noch nicht, wo er die Ventile alle hinbringt. Und die Pumpen. Die sammle ich mir lieber selber ein. Die brauche ich nämlich nachher gleich da an Ort und Stelle wieder. Da kann er mir gerne mal eine Pumpe weggeschleppt haben oder so, aber die hätte ich gerne, weil genau die brauche ich alle wieder. Theoretisch brauche ich auch noch ein paar mehr als das, was da ist. So. Aber sieht auch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, ja. So, das kann auch weg hier. Braucht keiner mehr. Keine Ahnung, irgendwas von so viel mehr abholen. Oh, hier fehlt noch ein bisschen Lindfell. So, sammeln wir das nämlich auch gleich alles ein hier. Und dann haben wir hier oben noch eine Kiste mit komischen Sachen. Im wahrsten Sinne des Wortes komische Sachen, die braucht ja da wirklich keiner mehr. So, dann müssen wir jetzt mal hier oben durchgehen und müssen mal gucken, dass wir hier die Kisten alle rausgeoperiert kriegen. Und da sieht man schon, da bin ich nämlich schon wieder voll mit Sand. Wollte ich eigentlich nicht sein. Aber es ist leider so. Sammeln wir das erstmal jetzt in ein paar Kisten ein hier. Voll. Ich würde das halt gerne sammeln hier. Voll ist denn die Kiste? Oh. Die ist ja nochmal richtig voll. Dann machen wir jetzt hier so einen 6er-Würfel auf. Da muss ich hier wirklich mal mit vereinten Kräften hin. Oder warte mal, komm, dann nehmen wir das gleich mit und dann schmeißen wir es gleich da unten rein. Jetzt hätte ich das noch offen lassen sollen. Hätte ich es da nicht mal zur Lindfell gleich verarbeiten können. Ne? Wäre auch gut gewesen. Doch, das machen wir so. Ich stelle jetzt einfach eine Fabrik hin, die in den großen Container das Landfill reinmacht, dann gut ist. Gut ist, dann ist gut. Ja. Mal ein paar Kisten drumherum hier. Wo der Scheiß da drinnen liegt. Gib mir mal rote Fabriken, Knickarme. Und wahrscheinlich Strommasten. Na ja, gut, das kriegen wir noch dahin. Strom kriegen wir dann noch hingezaubert. So, dann machen wir hier 1, 2 Fabriken, die hier Landfill machen können. Da stellen wir ringsherum die Kisten auf. So,
Das sollte reichen als Sandbunker jetzt. Und ich produziere das. So. Okay, Strömlinge. Achso. Der, die das Strömlinge. So. Und dann schmeiße den ganzen Sand da unten in die Kisten rein und dann ist das auch gut. Und dann ist das weg und dann ist das Landfill und dann ist das auch gut. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und dann muss sich da keiner mehr drum kümmern. Einfach weg und gut ist. Gut, dann ist der Bahnhof hier oben aufgelöst, würde ich sagen. Den kann man dann getrost aus dem LTN-Netzwerk streichen und abreißen. Und irgendwo anders neu aufbauen. Das brauche keiner mehr. Tja. Keine Ahnung, ob man eine Statistik sehen kann, wie viele Züge quasi dann hier jetzt da waren und das dann geschafft haben und hier produziert haben oder Sachen weggeholt haben. Oder wie viele Waren hier umgeschlagen wurden. Es sind, werden nicht wenige sein. Davon ist mal auszugehen. Es werden nicht wenige Waren sein, die hier umgeschlagen wurden. Aber, ja, wie gesagt, braucht halt keiner mehr. Gucken wir mal hier drüben, wie viel Crystal Dust da oben noch drin ist. Und dann werden wir den auch noch unten einsortieren und einsortieren lassen. 2,3k, 30, 1. Ich hoffe, dass ich das mit einer Tragerei wegkriege hier alles. Ja. Gut. Passt alles rein erstmal. Dann schleppen wir einfach rüber zum Bahnhof und schmeißen das da im Bahnhof rein, beziehungsweise ach, wir nehmen es einfach und schmeißen das in die Liquifier rein, ne? Müssten ja ausreichen. Da kriegen wir ja schnell mal hin hier, dass wir die dann einmal von Hand bestücken hier. Sieht gerade alles. Keine Kohle mehr da, alles klar. Ja, wie gesagt, da haben wir ja jetzt demnächst sowieso sehr viel Bedarf, hier eingreifen zu müssen. So, okay. So, hier gibt es irgendwie so eine Mittelwertbestimmung drin, ne? Ganz was Blödes habe ich hier eingebaut. Auch nur bedingt funktioniert. So. Gut. Dann sind wir das Zeug los. Das ist auch schon mal viel wert, wenn der Mist weg ist. Und dann können wir jetzt weitermachen. Und die Abrissarbeiten hier waren ja auch sehr erfolgreich jetzt. Da haben wir jetzt auch wieder Bauplatz. Hier oben der Bereich, das müssen wir noch einmal bewegen. Kriegen wir aber hin, das sollte nicht allzu viel sein. Ich hoffe nur, dass der ganze Sand bis dahin dann schon einmal verarbeitet ist. Das sollte ja relativ durch sein. Wenn wir dann hier oben bauen für den nächsten Bahnhof beziehungsweise für den letzten Produktionsstrang, der oben quasi stattfinden soll. Wie kann ich das jetzt ausdrücken? Genau, aus der letzte Crystal Dust und Crushed Stone Produktionszweig. Und dann haben wir dieses Gebiet hier eigentlich dem zugefügt, was ich damit eigentlich auch vorhatte.
Das, was ich mal geplant hatte ursprünglicherweise. Darf immer nicht mein Inventar komplett ausleeren, ne? Weil dann mache ich lauter Aufträge an die Roboter, dass die mir Material bringen, ne? Naja, das könnte auch schwierig werden. Wir sind ein Einsammler, dann fliegt gleich wieder raus aus mir, ne? Sieht auch lustig aus. Naja gut, aber so ist auch schön. So. Gut. Das hätten wir. Bahnhöfe sind weg. Komm, dann kann ich auch die Gleise jetzt einsammeln hier. Braucht ja keiner mehr. Dann ist die Sache hier durch. Auf der Seite. Dim, dim. So. So ein bisschen wehmütig bin ich dann auch immer, wenn ich irgendwas, was jetzt lange gestanden hat, dann abreiße. Ich weiß nicht, ich hatte ja durchaus, also zwei, drei Betriebswechsel. Mehr eigentlich auch nicht, muss ich auch ehrlich zugeben. Also ich bin eigentlich immer recht treu geblieben im Unternehmen. Hat einfach auch, denke ich mal, Grundfaulheit, aber ich bin halt gerne lange an einem Ort. Ich mag Veränderungen nicht so sonderlich, deswegen ziehe ich auch ungern um. Und einen neuen Arbeitsplatz suchen. Ach, dann hast du wieder lauter neue Leute um dich drum herum und so, die kennst du wieder alle nicht. Und ach, was so alles passieren kann, ne? Und ich sag mal so, alles gut auf einen Haufen findet man eh selten. Deswegen bin ich so nach dem Motto unterwegs. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Was ich habe, weiß ich, kenne ich. Und deswegen, boah, weiß ich nicht, ob ich deswegen verspottet werde, glaube ich nicht, aber könnte durchaus sein. Wenn wir ist es nicht, man steckt nicht drin. Nee, also wie gesagt, also da habe ich denn nicht so den großen Drive, denn da irgendwas machen zu wollen oder sowas oder mich denn da groß zu verändern. War noch nie gegeben, muss ich sagen. Das war noch nie gegeben. So, jetzt kann ich hier die Kameraden raushopfen. So, dann ist nämlich hier jetzt alles schon mal auch von den Masten alles so ein bisschen so sortiert, wie es sein soll. Und dann können wir ja langsam loslegen hier oben, die Leute bauen lassen. Die sollten ja dann hier Baumaterial in Massen vorfinden und ein bisschen was bauen können, ne? Heieiei, so. Oh. Dann müssen wir hier gleich wieder gerade bauen. Achso, wo nah ran wollte ich ja gar nicht. So. So. Ein Abstand dazu halten. Wasser da. Mal Landfills holen. Kann man ja immer mal einen Stack in der Tasche haben von den Landfills. Das ist ja nicht mehr das Schlimme. Das tut ja kein weh. So. Gut. Alles klar. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht doch aus nach Dingen, die funktionieren können. Das ist immer das Schöne an der Sache. So, nehmen wir hier den Strom einmal quer. Dann kann ich das Geflecht da auch schon mal schnell rauslösen. Dann haben wir hier genügend Platz noch hier gleich für den Bau. Dann muss ich nämlich das Geflecht hier rauslegen. Und hier ist ordentlich was los, ne? Also so ein ordentlich Roboter am Fliegen. Finde ich gut. Sieht gut aus. Das ist eine schöne, schöne, schöne Ansicht. Liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. So. Oha. Ja, das ist Abschrauben. Eindeutig Geräusch abschrauben, nicht anschrauben. Da wird nämlich eine feste Schraube losgeruckelt. Ich weiß nicht, ob ihr das im Hintergrund hört. Das Geruppel und Gemache. Ich hoffe nicht, aber wie gesagt. Gehört dazu, wenn man in einem Mietshaus wohnt.
Oh Gott, jetzt kommt mir dieser Witz mit diesen Katzen wieder im Kopf, ne? Na, egal. Gut. So. Platz ist geschafft für die nächste Folge. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis denn. Tschüss.